Good morning in the morning. Wir schauen, was der Tag so bringt. Ups. Ja, da gibt es ein paar nebelige Umstände. Es geht um Freundschaft, Loyalität, Liebe. Man muss sich irgendwo Klarheit verschaffen. Möglicherweise fragt man ja auch jemand um Rat, der einem sehr nahe steht. Es geht um die Herzensangelegenheiten. Und es kann hier übrigens auch an die gehen, die die Treue eines Partners hinterfragen. Oder hinterfragt haben. Ja, wir haben das Kreuz dabei. Eine schwierige Situation, die schon im Unterbewusstsein sitzt oder schon immer saß. Ein bisschen Karma, ein bisschen Ursache und Wirkung. Ein bisschen Auflösung. Ich sage ein bisschen, wir haben hier den Klee. Das ist nichts Großes. Es kann sein, dass wir einen kleinen Schritt machen, um uns ein wenig Erleichterung zu verschaffen. Möglicherweise geht es auch um so Sachen, die man schon mit auf die Erde gebracht hat. Also so eine DNA-Sache, die uns hindert, unseren Weg in Liebe oder in Erfülltheit weiterzugehen. Möglicherweise geht es hier auch um Menschen, die ihr in der Vergangenheit erst vor kurzem kennengelernt habt, die euch irgendeinen Input bringen. Das Feld der Menschen, die euch umgeben, möchte ein bisschen bepflanzt werden. Es geht darum, den Alltag zu erhellen. Es geht auch darum, nicht oberflächlich an die Dinge zu gehen, sondern schon mal ein bisschen tiefer zu bohren, damit das, was hier sitzt, mal aufgelöst werden kann. Es braucht gar nicht viel. Es kommt auf uns selber an. Ich habe uns selber im Haus der näheren Zukunft. Ne? Wo ist man sich selber nicht loyal? Wo verrät man sich? Wo fühlt man sich verraten? All sowas. Wo wirkt etwas obskur? Da sind sehr viele Zweifel, hausgemachte und schicksalshafte. Man kennt den Weg nicht, man weiß nicht, wie es weitergeht, man ist verunsichert. Möglicherweise steht man sich ja auch selbst im Weg oder verschafft sich immer wieder selber auch die Unklarheiten. Auch das kann sein. Und wir haben hier einen Neubeginn für uns, für unsere Kindertage. Möglicherweise macht man sich hier auch Gedanken um ein spezielles Kind, hier männlich. Da kommt so einiges zusammen hier. Ne? Übertragung von Themen auf die eigenen Kinder. Neubeginne, die voller Zweifel sind. Selbstlügen, also wo man sich selbst anlügt, wo man sich irgendetwas vormacht. Hier kann man auch in den Spiegel der Wahrheit gucken, sozusagen, was ein bisschen schmerzhaft ist. Aber es lüften sich hier auch die Schleier ganz gut und auch auf beständige Art und Weise. Ich habe den Schlüssel für uns im Haus der Hoffnung drin. Das Gefühl der Sicherheit wird abgefragt. Das heißt, wo befindet man sich nicht auf dem Boden, der gut trägt, sondern wo ist dieses Feld, das wackelt, der Untergrund wackelt hier. Und man versucht, sich eine neue Tür zu öffnen, hat aber Angst davor, dass diese Tür kein sicheres Ergebnis bringt.
Aber wir haben hier den Anker am Schluss. Man kommt an. Das ist eine Auflösung von einem ganz schwierigen Thema. Wir brauchen vielleicht unsere Zeit, aber wir bewegen uns auf unserer schicksalshaften Lebensreise. Ein sehr großer Spiegel für alle Wünsche, Träume und Sehnsüchte. Man macht sich auf den Weg, man ist unterwegs, man braucht längere Zeit, ne? Man geht vielleicht auch hin und her mit den Gedanken, aber das Endergebnis ist wirklich das Ankommen und sollte unser Ziel sein, egal wie es jetzt wackelt oder so. Außerdem geht die Legung auch an die Menschen, die eine Frage haben im Bereich Beruf, Berufung. Wofür schlägt dein Herz? Wo möchte dein Herz beruflich sich erweitern? Ich sehe hier berufliche Neubeginne, die jetzt einfach dran sind, weil das andere sich nicht mehr stimmig anfühlt. Auch da macht man sich auf die Reise Richtung Expansion. Man hat vielleicht auch ein Umfeld. Ich habe hier den Hund dabei, das mithilft zum Klären oder wo man sich mal ausquatschen kann, weil man berufliche Ängste hat oder sich unsicher fühlt, irgendwas zu verändern. Man sieht wirklich, dass man sich schön auf den Weg macht. Es freut mich. Es ist eine Legung, da bestimmen wir das Tempo, da sagen wir, wo es lang geht, da entwickeln wir uns in unserem eigenen Tempo. Der Blick in den Spiegel der Wahrheit, der kann sehr unangenehm sein für uns. Aber doch ist er am Ende so, dass es ein Fundament sehr stabilisiert. Wir haben den Engel der Leichtigkeit. Hier liegt eine gewisse Schwere im Unterbewusstsein. Etwas, was drückt auf die Herzenergie, was sich schwierig anfühlt oder gar unlösbar. Und jetzt haben wir einfach den Engel der Leichtigkeit, der hier sagt, entscheide dich mal für den Weg der Leichtigkeit, wenn Zweifel kommen. Es heißt nicht, dass alles, was wir tun, schwer bleibt oder immer wieder schwer wird. Es kommt immer auf die Einstellung an, aber auch das ist leicht gesagt, ne? Eine Übungssache. Sich da die Zeit dazu zu lassen, ist auch, sich nicht drängen zu lassen, ne? Mal unter den Tellerrand zu gucken. Und hier kommt dann die Vereinbarung. Hier kann es auch sein, dass es um so Seelenverträge geht, ne? Das Einverständnis auch für die Leichtigkeit anstatt für die Schwere. Und wir haben hier die Emotionen dabei, also das Element Wasser. Und wir haben die Sternzeichen Fische, Krebs und Skorpion hier mit in der Legung oder die Energie von denen. Und unten am Deck haben wir noch die Klarheit mit dem Element Erde. Also hier pendelt sich etwas aus. Auch hier haben wir Sternzeichen des Elementes Erde, vorzüglich Jungfrauenergie hier. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Auflösung, ein gutes Fundament, auch wenn es noch ein bisschen mit Arbeit verbunden ist. Aber es gibt hier eine Situation, die nimmt sehr viel Schwere weg und bringt Leichtigkeit. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.